Hallo, hallo und willkommen zu RC Profile. Ich bin Christoph und wir schauen uns heute das Add-on zu Forza Horizon 2 an, dem Fast and the Furious Add-on. Und ja, so wie das Auto sich hier von alleine fährt, so ähnlich verhält sich das auch mit Forza Horizon 2, Fast and the Furious. Der Anfang des Add-ons jedenfalls fängt im Prinzip genauso an wie der Anfang des Original Forza 2 Horizon. Auch der weitere Verlauf der etwa dreistündigen Kampagne zu Fast and the Furious ist im Prinzip genauso wie das Hauptspiel von Forza Horizon 2. Ihr klappert ein paar Rennen ab, gewinnt Autos, bekommt EP, die ihr gar nicht braucht, weil ihr nichts skillen könnt. Und ja, wie gesagt, nach 3 Stunden ist der Spuk bereits wieder vorbei. Du magst doch Herausforderungen. Oh, und in den Ihr bekommt hier auf jeden Fall schon mal ein paar sehr gut modellierte Fahrzeuge zu Gesicht, die ihr auch aus den Original Fast and Furious Teilen kennen solltet oder kennen könntet. Ein ziemlich cooles Rennen gegen den Helikopter bekommt ihr geliefert, der auch optisch ziemlich gelungen ist. Nachgas einsetzen kannst. Nur keine Zurückhaltung. Setz es zu deinem Vorteil ein. Sogar so etwas wie Nitro gibt es hier in Forza 2 Fast and the Furious. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, in keinen Details gesehen. Und ihr bekommt einen zusätzlichen Teleport der Autos geboten, wenn ihr euch außerhalb der Strecke bewegt. Boah, sehr geil, auf einmal ist es wieder da. Im Prinzip ist es eine etwas andere und recht große Demo zu Forza Horizon 2 mit zusätzlich 1000 Gamescore, die ihr in der Spielzeit von etwa 3 bis 4 Stunden komplett haben könnt. Ihr könnt die Fahrspaß-Events wie auch die Bonustafeln einfach auslassen. Das braucht euch gar nicht zu interessieren, weil euch auch der Bonus im Spielverlauf nicht hilft. Genauso wie die XP, die komischen Stunts, die ihr macht, die bringen euch eh nichts. Also spielt das Spiel durch. Es ist kostenlos bis zum 10. April 2015. Und sagt euch die 1000 Gamescore ab. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was ich empfehlen kann. Ansonsten ist das Spiel, ja, ist halt, ja, was soll ich sagen, ist halt Forza Horizon 2. So wie man es kennt, so wie man es liebt, aber es ist nichts Neues. Ja, und das war soweit von mir und von RC Profile. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in das Spiel geben. Und ja, wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Und sonst abonniert uns!